So, Hartwig, jetzt haben wir aber lange genug gesessen. Klaus wird schon ganz kribbelig. KHK-Patienten müssen also keine Angst vor der Bewegung haben. Aber wir wollten doch eigentlich wissen, warum Bewegung wie ein Medikament wirkt. Wollen wir nicht irgendwie loslegen? Ich würde jetzt gerne was machen wollen. Mach mal, aber pass auf, ich habe noch was ganz Ideales, Geniales für dich. Fang mal an, winkel deine Arme an und beweg die mal hin und her. Und jetzt mit dem Bein. So, merkst du schon ein bisschen was? Ja. Was? Es wird ein bisschen warm. Und dein Herz fängt an schneller zu schlagen. Stimmt? Ja. Und das ist eben das Klasse dabei. Im Grunde genommen erhöht sich jetzt die Fließgeschwindigkeit von deinem Blut. Dadurch werden Blutbestandteile an deine Gefäßwände gepresst. Dadurch wiederum wird deine Gefäßwand glatter und elastischer. Das heißt also, du kannst etwas wieder von dem Schaden, was du hattest, durch Bewegung rekonstruieren. Lass uns mal normal weitergehen. Ja. So, und das bedeutet im Grunde genommen letztendlich, dass für diese geniale Geschichte 1998 sogar ein Nobelpreis vergeben wurde, weil die nämlich entdeckt haben, ein Stickstoffmonoxid, das ein Enzym bildet, das dich dabei unterstützt. Aber nur bei Bewegung. Aha, also endlich, das ist das Geheimnis der Bewegung. Wenn wir uns bewegen, wird die Fließgeschwindigkeit des Blutes erhöht. Dadurch wirken sogenannte Scherkräfte auf die Gefäßwände. Die Wände werden sozusagen vom Blutstrom massiert. Dadurch werden Enzyme frei und diese wiederum bewirken die Bildung von Stickstoffmonoxid, hier blau dargestellt. Und das Stickstoffmonoxid glättet die Gefäßwände. Risse werden wieder geschlossen. In der Folge kann sich Plaque weniger bilden. Die Gefäße werden wieder elastisch und können Blutdruckschwankungen besser ausgleichen. Dieser Effekt kann durch kein Medikament, sondern nur durch körperliche Bewegung erzielt werden. Aha, interessant. Habe ich so noch gar nicht gewusst. Das heißt, am Ende, ich habe eigentlich das Potenzial der Bewegung oder dass ich mich bewegen kann, ist eigentlich wie ein Medikament, was ich endlich immer dabei habe. Weil ich kann nämlich ja überall immer bewegen mit Sport. Richtig.